Und hippie-hoppie trudelt auch schon die Konkurrenz ein. Die Bremen-Neustadt ist ein Stadtteil in Bremen, es ist ein Szeneviertel vor allem. Es wohnen sehr viele Studenten hier, die Hochschule ist ja auch gleich nebenan. Kleine Lokals, Dönerläden ganz normal, Pizzerien, Shisha-Bars, von allem ein kleines bisschen. Auch Abidin und Dirk haben konkrete Vorstellungen, was sie in Mommy's Corner erwartet. Also ich denke mal, bei Mommy, da gibt es auf jeden Fall authentische afrikanische Küche, bin ich mir ziemlich sicher. Die wird das mit ihrer ganzen Liebe und Emotionen rüberbringen, glaube ich schon. Herzlich fällt auf jeden Fall schon mal die Begrüßung vor dem Lokal aus. Oh, schön. Kommt mal von rechts, kommt mal von links. Und weiter geht's. Bevor sich Verwirrung über die Imbiss-Atmosphäre breit macht, wirft Maxim lieber einen Blick auf die gut bestückte Karte. Oh, schon mal eine große Karte da vorne. Kennt ihr euch schon mit afrikanischen Gerichten aus? Ich kenne mich gar nicht aus. Nee, ich weiß nicht, wie bei euch aussieht. Ich hab's noch nicht probiert. Hier sehen wir eine Kühlvitrine. Es ist eindeutig ein Imbissbetrieb. An der Auslage sieht man schon, dass das eher in diese afrikanische Richtung geht. Verschiedene Reissorten, die Fleischteile eher grob zerteilt, frittiert. Nicht nur die Auslage gibt Anlass zu Spekulationen, auch die Tischdeko irritiert die Gäste. Was macht denn die Seife hier auf dem Tisch? Seife auf dem Tisch? Also Seife gehört aufs WC. Okay. Was meinst du? Was ist das? Ja, ich denke schon, dass das dadurch, dass man mit den Händen ist, dass da vielleicht noch irgendwie Wasser zugibt, dass man sich wirklich am Platz die Hände waschen kann. Ein Schritt nach dem anderen, liebe Bremer. Jetzt gibt es erstmal die Speisekarten. Hi. Hallo. 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 Ich freue mich. Hier ist mein Sohn Sander. Er macht heute Bedienung. Doch die Seifenfrage ist einfach zu wichtig, um sie für später aufzusparen. Die Seife hier. Ja. Ist ja nicht üblich, dass es mal auf einen Tisch steht. Ja, bei bestimmten Gerichten wird halt mit der Hand verzehrt. Und dementsprechend haben wir dann halt immer Seife und eine Schüssel Wasser wird dann mit serviert. Die Seife steht ja schon auf dem Tisch. Und dann kann man direkt mit der Hand loslegen. Fragenden Menschen kann geholfen werden. Aber wäre es denn nicht schöner, dass man diese Seife umfüllt in einen anderen Behälter, einen freundlichen Behälter, dass man dann so hinstellt, dass das nicht so aussieht als aus dem Supermarkt. Natürlich könnte man noch hier, aber ist ein Edelstahlspender würde in diesem Laden irgendwie keinen Sinn machen. Das ist irgendwie so ehrlich gelebt und es ist von Mami auch so über die Jahre ehrlich erschaffen. Dann sag ich einfach, dann lass dich da erstmal überzeugen von dem, was da jetzt kommt. Kommt denn erstmal Appetit auf Afrika beim Blick in die Karte? Also wenn ich jetzt so ein bisschen drüber fliege, kommt schon ein bisschen Afrika-Feeling rein. So ein bisschen mit frittierte Yamwurzeln, so gestampfte Yamwurzeln auch genau. Nochmal. Oder frittierte Bananen. Mhm. Das sieht, da hat man schon diesen leichten Afrika-Feeling. Doch nicht alle afrikanischen Delikatessen sind bekannt. Dirk bestellt zwar mutig, hat aber eigentlich nicht den blassesten Schimmer, was ihm da gleich serviert wird. Zum Hauptgang hätte ich gerne die Yamwurzel. Was ist das eigentlich genau? Yamwurzel kenne ich nicht. Ist es halt im europäischen Raum nicht so bekannt, aber bei uns in Afrika auf jeden Fall ist halt, wie man hier auf der Karte sehen kann. Ach, das sieht ist das, so ja? Aus, okay. Auf jeden Fall. Die Yamwurzel, das, was wir Westeuropäer als Kartoffeln so konsumieren, das ist eben dort in Afrika diese Wurzel. Okay, ja, dann nehme ich das gerne mit der Aubergine. Oh, okay. Und ist es möglich, dass ich da noch ein bisschen Fisch dazu kriege? Ja, auf jeden Fall. Makrele? Makrele? Ja, okay, gut. Das wäre cool. Auf jeden Fall. Und weil noch so viele andere Dinge auf der Karte stehen, von denen Dirk noch nie was gehört hat, stürmt er gleich als erstes die Küche. Ich mache heute Thai-Tasche als Vorspeise. Okay. Die Thai-Tasche haben wir Thai-Tasche mit Hackfleisch, dann haben wir mit Gemüse als Vegetarier. Hier ist die Hackfleisch. Ja, was ist das für Fleisch? Von das was für ist Tier? Rind? Rindfleisch. Ja. Die ersten Zubereitungsschritte ähneln denen der typisch deutschen Frikadelle sehr. Mit einer Menge Zwiebeln geht's fürs Hack erstmal ins heiße Fett. Machst du da jetzt schon Gewürz ja, dran? Ja, mag oder? Ich Gewürze rein. Mach ich Schwarzpfeffer und Weiß zusammen. Salz auch? Ja, wegen dem Hackfleischgeschmack. Ja. Ich mag nicht, wenn das richtig nach Hackfleisch. Dann mach ich ein bisschen
bisschen Zitrone. Bisschen Zitrone dazu. Spätestens jetzt erkennt Dirk die Unterschiede zur deutschen Küche. Also für mich Zitrone mit Hackfleisch ist ganz neu, Mami. Wir machen das mit Wein dann. Ja, so, okay. Das ist dann auch Säure und das ist so ähnlich, ne? Sehr gut. Rinderhack mit Zitronensaft kenne ich auch nicht, aber das hat ja nichts zu bedeuten, ne? Bei mir kommt keine Alkohol in Frage. Ja, und das ist dann so der Austausch dafür. Genau. Ja, wunderbar. Darum ist schon fertig. Mhm, damit es nicht so trocken wird, ja? Genau, darum packe ich hier zur Seite. Dann kann ich auch als Vegetarier auch machen. Statt mit Hack füllt Mommy die vegetarische Variante mit Zwiebeln, Möhren und Mais. Kommt Mais auch drin. Und wieder Gewürz jetzt? Ja, genau wie vorher. Gebe ich dir ohne, ohne Zitronen. Dafür aber mit einer guten Portion Pfeffer. Eiern und Mommys Zauberpulver, auch genannt Maggi-Brühwürfel. Der sorgt allerdings für Irritation. Also als ich in der Küche war, habe ich ja gesehen, dass sie auch so Würzwürfel verwendet hat, so Brühwürfel. Die gab es sogar in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Sie hat gesagt, sie verwendet immer den mit Schrimps-Geschmack. Fand ich total spannend, vor allen Dingen, weil es halt auch von dieser bekannten Firma ist. Mhm. Aber ich kannte es auf jeden Fall nicht und ist aber wohl für Afrika ganz normal, das zu verwenden. Das hier kommt aus Elfenbeinküste oder Ghana. Mit Schrimps. Kannst du mitnehmen. Kannst du mitnehmen, ja. War es das jetzt schon wieder mit der Füllung? Ist fertig soweit? So weit fertig. Das geht ja schnell. Ja. Fehlt nur noch das Drumherum. Das knetet Mommy aber frisch behandschuht in Windeseile. Ich vermute, es wird so eine Art Blitzmürbteig, in die dann irgendwas gefüllt wird. Diese Teigtasche hier, meine Geschichte fand von dieser Teigtasche an. Ich habe angefangen mit dieser Teigtasche mein Leben. Woche für 5 Euro, vor 3 Jahren gemacht. Ich habe eineinhalb Jahre gemacht, 3 Euro in Woche verdient. 5 Euro in Woche verdient. Dann nach eineinhalb Jahr, ich habe 300 Euro in Woche verdient. Und dadurch habe ich meinen Laden geschafft. Nach vorne gebracht, ja? Ja, darum diese Teigtasche, ich bin immer dankbar. Das ist schon so eine Geschichte, die sie auch wirklich ausmacht. Und wenn die Gäste nicht davon überzeugt wären, würde sie nicht jede Woche so viel davon verkaufen. Wobei ich ehrlich gesagt den Preis eigentlich für die Arbeit, die dahinter steckt, noch fast zu günstig finde. Mhm. Jetzt, ich bin fertig mit dieser Teigtasche. Wie man das Gemisch und alles schon fertig. Aber können wir jetzt nicht das hier benutzen, weil das braucht ein bisschen Zeit. Vor ungefähr eineinhalb Stunde bis 2 Stunden. Dann das sieht schön, dann wäre schön weich. Genau. Darum packe ich das hier erstmal zur Seite. Ah, jetzt, aber jetzt, da bin ich sehr gespannt drauf. Also. Große Überraschungen hält die Zubereitung allerdings nicht bereit. Einmal ausrollen, befüllen und nochmals rollen. Fertig ist Mommys Spezialität. Ich schneide das jetzt hier. So geht das. Okay, super. Dann kommst du. Das sieht schon gut aus. Da kann Abedin sich aber freuen. Ich gehe schon mal zum Tisch. Okay. Wunderbar. Vielen Dank. Hat super Spaß gemacht mit dir. Ich habe viel gelernt. Danke. Bis gleich. Okay. Und damit Vorhang auf für die Vorspeise in Mommys Corner. Mit dem Garnelensalat läutet Raji ihr 3-Gänge-Menü ein. Dirk lässt sich die Pfeffersuppe mit Fischbeilage schmecken. Zweierlei Teigtaschen treffen hoffentlich Abidins Geschmack. Und der Thunfischsalat ist für Maxim der Startschuss in den Abend bei Mommy. Ich denke, bekommen wir auch noch oder müssen wir mit Hand essen? Hast du Seife am Tisch? Kommt bestimmt noch. So, deswegen ist es auch nur die Seife. Wir warten noch ein bisschen ab. Vielleicht kommt Stimmt, das könnte sein. Nein, ich höre es klappern. Ich denke, da kommt bestimmt. Ich war Mami eigentlich gar nicht so böse, als sie ihr Besteck vergessen hatte. Durch die ganze Aufregung kann das mal wirklich mal passieren. Und ich denke, das war nur ein Ausrutscher. Ich sehe das auch so. Also ich hatte das Gefühl auch. Ich war total aufgeregt. Man vergisst Kleinigkeiten. Das nehmen wir ihr nicht übel. Ich bin ein bisschen verwundert, dass ich jetzt ein großes Stück Fisch in meiner Suppe habe. Das stand jetzt so nicht in der Karte. Scheint immer schiefgelaufen zu sein. Aber ich habe ja auch Fisch im Hauptgang bestellt. Vielleicht ist das Makrelenstück, was ich
zusätzlich bestellt hatte zum Hauptgang eigentlich. Meine Fischpeppersuppe ist sehr typisch afrikanisch. So muss sein. Die Stücke Fisch, da muss man selber aufmachen. Machst du deine Geräte zur Seite. Dirk ist erstmal beschäftigt. Maxim, willst du vielleicht ein erstes Feedback geben? Der Salat im Mund hat schon die Schulter ein bisschen hängen lassen. Das kommt aber wahrscheinlich vom ganzen Öl und vom Thunfisch. Ganz normaler Thunfisch aus der Dose, denke ich mal. Also scheint für mich zumindest so auszusehen. Bisschen Salz, Pfeffer drin. Ganz klassisch. Ich habe etwas anderes erwartet beim Thunfischsalat, vor allem wenn ich hier bin. Der war mir jetzt viel zu international, sage ich mal. Aber man kann da nicht viel dran meckern. Eigentlich. Also nicht afrikanisch, meinst du? Auf keinen Fall. Hat denn der Garnelensalat einen afrikanischen Einschlag? Ich hätte jetzt gerade so einen Krick im Mund. Ich glaube, das war vielleicht ein Sandkorn. Ich habe es aber runtergeschluckt. Okay. Zum Dressing kann ich sagen, Salz, Olivenöl und Zitrone kann ich schmecken. Die Garnelen auf meinem Salat waren sehr lecker. Die waren knackig, die waren gut gewürzt mit Knoblauch. Aber die Erwartung von mir war halt, dass die Garnelen warm sind. Das war leider noch nicht alles. Ausgerechnet für Mommys Spezialität hagelt es Kritik. Unter Teigtaschen stelle ich mir vor, dass der Teig sehr dünn ist und dann gefühlt zusammengeklappt. Auf dem dünnen Teig ist die Füllung drin. Mhm. Aber hier stelle ich fest, weil das so dick war, in Schichten, wurde von außen ganz komplett richtig gebacken, wie man hier sieht. Mhm. Aber von innen war es nicht fertig. Da kann man direkt den Rückschluss machen, okay, die ist von innen nicht durch. Aber da drinnen ist Mais und Karotten. Und diese Karotten, die wurden halt angebraten. Sprich, die Feuchtigkeit zieht sich dann nach außen. Und dementsprechend ist es von innen dann auch ein bisschen feuchter. Aber es muss nicht gleich heißen, okay, die Teigtasche ist nicht durch. Und ich glaube, es haben schon ein paar Kunden so gegessen. Und ich würde euch auch einfach nur raten, euch zu hübschen, macht's genauso weiter für die Zukunft. Dann weiter zur Suppe mit gewissen Extras. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht, dass ich da ein Stück Fisch drin hatte, weil das in der Karte nicht drin stand. Ich dachte, es wäre irgendwas vertauscht worden, weil ich zum Hauptgang ja auch noch mal Fisch habe. Und das hat mich ein bisschen verwundert. Diese Fischpeppersuppe, wir haben diese Fehler vom die Druck von der Karte. Normalerweise unsere Karte war Fischpeppersuppe oder Lammpeppersuppe. Aber das hier habe ich nicht gesehen, da steht nur Fisch, Suppe. Darum, ich korrigiert mich. War aber auch lecker. Ich war am Anfang so, dass mir die Tränen gekommen sind, weil es doch für mich ein bisschen scharf war. So mild, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, war es dann doch nicht. Aber komischerweise war es so, je mehr ich gegessen hatte, desto mehr habe ich mich dann daran gewöhnt. Und es hat mir dann auch wirklich gut geschmeckt. Und es war dann auch gut zu ertragen von der Schärfe. Aber so als Tipp, ich würde das wirklich in der Speisekarte erwähnen, dass da auch Fisch drin ist. Weil nicht jeder mag Fisch. Wenn es Vegetarier sind oder so, dann sollte man denen das schon irgendwie vorher erzählen, dass da Fisch drin ist. Also den Tipp kann ich auch nachvollziehen. Jetzt ist die Frage, ist es vielleicht ein kleiner Fehler gewesen oder ist der Fisch immer da drin? Aber wenn der Fisch immer da drin ist, würde ich es auf alle Fälle auch so auf die Karte schreiben. Und wie ist die Stimmung in der Küche? Ja, also meine Mutter ist jetzt auf jeden Fall noch motivierter als vorher. Natürlich hat man nicht unbedingt das perfekte Feedback bekommen, aber ja, wir können auf jeden Fall daraus lernen und können es jetzt im Hauptgericht besser machen. Dabei bekommt Mommy tatkräftige Unterstützung von Raji und Maxim. Hallo Mommy. Hi. Schön, ich freue mich. Ich wollte gerne kochen für euch. Du hattest Yamwurzel erwähnt. Ja. Was ist das ganz genau? Yamwurzel ist eine Wurzel, ähnlich wie Kartoffel. Kann ich euch zeigen? Ja. Okay, das ist meine Yamwurzel. Wow. Sehr groß. Ich sehe das zum ersten Mal. Ich kenne das gar nicht. Noch nie davon gehört eigentlich. So. Also in unserer Kultur gibt es das auch. Das nicht jetzt Yamwurzel, aber halt eine andere Wurzel. Aber wenn ich ehrlich bin, ich sehe das jetzt, also ich bin ja hier in Deutschland geboren, ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Der Vorteil gegenüber der Kartoffel, das Schälen geht deutlich schneller. Apropos Schälen. Hier geil, ne? Machete in der hohlen Hand. Ich mache jetzt meine Decke drauf und das kocht 5 Minuten. Dann drehe ich die Herd ein bisschen unter. Jetzt mache ich meine Aubergine-Sauce hier.
Am Herd gewährt Mommy ihren Besuchern einen emotionalen Blick in ihre afrikanische Kultur. Wo ich hier komme, diese Yamwurst kommt von uns, unserem Dorf. Darum ist es einfach zu bekommen. Egal wie arm man ist, man bekommt Yamwurst. Aber diese Palmöl zu bekommen und schön Tomate, Aubergine zu machen, kriegt man nicht. Darum die Tage, wenn man sieht, Mama macht diese Palmöl mit alles, man ist so glücklich. Weil man kriegt das nicht jeden Tag, ist wie Weihnachten. Also die Mami hat auf jeden Fall sehr schwere Zeit hinter sich gehabt. Das hat man ja auch rausgehört bei ihrer Geschichte da, ja, wo sie das erzählt hatte, dass das Gericht so wie ein Weihnachtsessen ist für die eigentlich. Genau, ne? Das kam mir schon ein bisschen nah und in dem Moment wusste ich auch nicht, was ich sagen soll. Das können wir wahrscheinlich alle überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie wertvoll und wie besonders das ist. Aber sie macht das mit einer solchen Freude jetzt auch für ihre Gäste, dass sie ihnen das zu Recht auch noch mal sagt, das ist was Besonderes. Das ist bei uns Apotoyua. Apotoyua, so heißt das. Ghanesisch sagt Apotoyua. Darum nehme ich ein paar hier. Das hier reicht. Ich mag nur die hier. Das muss immer weg. Mhm. Ja, die Stiele muss weg. Muss weg. Okay. So, das ist so. Dann kommt so. Probier mal. Dann geht's der Aubergine an den Kragen. Das hätte ich auch gerne gelernt von ihr, muss ich sagen. Aber ich kann das dafür Black Eyed Beans kochen. Mehr Wucht, mehr Wucht. Ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr Kraft in den Arm. Ist schon fertig. Brauchen wir nicht viel zu machen. Das ist meine Aubergine. Fertig. Packe ich hier rein. So. Wie sieht das denn gleich jetzt am Ende aus? Wie servierst du uns das denn? Okay, jetzt? Die Yamwurst wird in den Teller reingepackt und die Soße kommt zur Seite und ein bisschen Avocadosalat. Das war's. Einfach. Ganz einfach, ne? Okay, dann gehen wir jetzt raus am Tisch. Genau. Bis gleich, ne? Bis gleich. Mit der Hauptspeise kommt jetzt Afrika pur auf den Tisch. Dann mal guten Appetit, liebe Bremer. Achtung, es wird deftig. Maxim hat sich für die gestampfte Yamwurzel mit Erdnusssoße entschieden. Abidin hat Lust auf Fleisch, er hat gelben Reis mit Rind bestellt. Raji mag's fruchtig und probiert die frittierten Bananen mit Tilapia-Fisch. Und last but not least, Dirks Wahl ist auf die Veggie-Variante gefallen. Er lässt sich gekochte Yamwurzel mit Aubergine schmecken. Die Hauptspeise kam zum Tisch und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist nicht so mein Tag. Beim ersten Mal will ich eigentlich gar keinen Fisch. Da kommt Fisch. Beim zweiten Gang erwarte ich eigentlich Fisch und es kommt kein Fisch. Also es war unglücklich für mich gelaufen. Schade, was ist denn passiert, dass er keinen Fisch bekommen hat? Er hat doch Fisch bestellt. Darf ich mal kurz? Ja, klar. Ich habe eine Frage. Ich hatte doch eigentlich die Makrele noch zusätzlich dazu bestellt. Ja. Hatte da die jetzt mit Absicht nicht gemacht, weil ich schon in der Suppe Fisch hatte? Ja, ich frage noch mal nach. Zum Glück habe ich dann gleich eine Makrele nachgeliefert gekriegt. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil sie doch ein bisschen dunkler aussah und halt auch so das Schwanzstück im Ganzen so sehr puristisch eigentlich. Ich finde das ja wiederum, wie der Dirk den Fisch jetzt so präsentiert bekommen hat, ganz cool, ne, mit diesem Schwanzstück. Und das ist halt so der Kultur entsprechend. Klar, da gehst du jetzt nicht mit Messer und Gabel ran, sondern den brichst du jetzt auf und tunkst den dann da, also hätte ich jetzt auch gerade schon wieder Bock drauf, den tunkst du dann so da durch und dann wird das mit den Händen gegessen, ja. Dirk entscheidet sich dann doch lieber ganz oldschool für Messer und Gabel. Passt es denn wenigstens geschmacklich? Ich habe ja diese gedämpften Yamwurzeln. Da hatte ich eher gedacht, dass das vielleicht so was Mehliges ist oder so. Aber es ist ein angenehmes Mundgefühl und schmeckt mir wirklich sehr gut. Der Avocadosalat mit den Tomaten ist super fruchtig und auch sehr lecker. Also bei dem Auberginenmus, da sehe ich Tomate, Zwiebel, natürlich Aubergine. Ich schätze mal, dass da irgendwie auch ein bisschen mit Zitrone und Öl vielleicht gearbeitet ist. Aber mehr an Gewürzen schmecke ich jetzt nicht raus. Ich fand es vom Gefühl her authentisch afrikanisch. Die Makrele ist meine ich mal, frittiert und dadurch vielleicht auch ein bisschen trockener geworden. Aber dadurch hat sie auch eine super krosse Haut. Und ich mag das so total gerne. Frittiert ist auch der Großteil auf Rajis Teller.
Die frittierten Bananen finde ich sehr lecker und interessant. Es hat einen intensiven Bananengeschmack. Und das fand ich ganz interessant für meinen Gaumen. Und dann mit der Schärfe, super. Bei dem Tilapia-Fisch, es ist drin saftig. Aber zu den Gewürzen kann ich sagen, mir fehlt Salz und ein bisschen Gewürzen. Also ich komme aus Indien und brauche ein bisschen Gewürze. Mir fehlt Frische. Also ich brauchte was, es war ja bei mir relativ deftig, ne? Alle drei Komponenten, Fisch, dann hast du die Beans und dann hast du die deftigen frittierten Bananen. Das, und ein klein bisschen Salat. Ja, der war echt und klein. Das war halt alles so massiv und deftig. Und dann macht endlich einer Gebrauch von der Flüssigseife. Maxim traut sich und isst das afrikanische Gericht ganz traditionell. Und eine gute Erfahrung? Ich habe mein Gericht gerne mit der Hand gegessen, weil ich wollte einfach mal gerne mit dieser Kultur mal mitmachen. Ich habe mich auch ein bisschen unwohl gefühlt gehabt, als ich dann der Einzige war, der so seine Hände da so reingetunkt hatte. Und diese ganzen Spritzer hätte ich ja auch überall verteilen können. So, ne? Hätte man vielleicht ein bisschen anders regeln können, so ein Handtuch noch mal daneben legen. Wir essen mittlerweile Sushi und mit Stäbchen, das kann man alles. Aber man muss sich auch auf dieses Neue einfach mal einlassen. Und Fufu wird eben genauso, wie Maxim es gemacht hat, mit den Händen gegessen. Die übrige Kritik holen sich Mommy und Xander persönlich ab. Ich habe ja von euch das Fufu bekommen. Genau. Ich fand das wirklich sehr gut von euch. Das Fufu hier, der Knödel, sage ich mal, der hat mich wirklich an einen deutschen Kartoffelknödel einfach erinnert. Fand ich so nicht schlecht in Kombination mit der Erdnusssoße. Das, was mich ein bisschen gestört hat, das war das Fleisch. Das ist sehr, sehr zäh, sehr gummiartig, wenn man sieht. Die Afrikaner, ich mag gerne. Man zieht das richtig, dann merkt man das, man isst Fleisch. Wir kochen mit Knochen, muss man mit ein bisschen Knochen drin sein. Aber nicht jeder mag, wenn es so hart ist. Ich verstehe das. Wenn die Mami das so sagt, dass sie das so gerne mögen, so zäh das Fleisch und so gummiartig, sage ich mal, dann ist es halt so, ne? Andere Länder, andere Sitten. Ob Abidin sich einlassen kann? Mami, ich gratuliere dir. Du hast das ganz schön hinbekommen, auch mit der Reis. Dass das auch hier von der Gabel runter einzeln runterfällt. Das war auch warm. Am Anfang wurde warm serviert. Rindfleisch war wirklich zart, schön weich und warm. Ich habe es richtig genossen. Ich habe eigentlich nichts zu bemängeln an dem Essen. Nichts zu bemängeln hört sich nach einer hohen Punktzahl an, würde ich mal sagen. Ne? Erleichterung macht sich breit. Ja, also, dass wir den Ansprüchen von Abidin gerecht werden, haben wir bezweifelt, aber im Endeffekt ist das alles gut gelaufen. Das freut uns natürlich umso mehr. Und weil er gerade so gut drauf ist, darf Abidin am Ende des Abends auch noch in die Küche. Hi! Da bist du ja. Ja. Was machen wir Schönes? Ich mag dir Quarkbällchen. Quarkbällchen? Ja, sagen wir so Quarkbällchen. Aber das ist, der richtige Name ist kein Quarkbällchen. Das ist Bofrut. 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 Bofrut ist afrikanisch in deiner ist Sprache. Ja, aber hier, wenn die Kunde kommt zum Erklären, dann muss man sagen, ähnlich wie Quarkbällchen oder Hefeteig. Muss ich genau hinschauen, denn das kenne ich auch noch nicht. Erstmal bringt die Zubereitung keine Überraschungen ans Licht. Frische Hefe in Wasser aufgelöst plus ein Tütchen Vanillezucker. Das wirft aber Fragen auf. Warum benutzt du dann Vanillezucker, sondern kein normaler Zucker, sehe ich auch hier? Ja, Zucker kommt auch dazu. Aber warum Vanillezucker jetzt? Ich ein bisschen diese Aroma. Aroma, Vanillenaroma muss da drin sein. Genau. Dann kommt Zucker. Ich helfe dir. Ja. Ich helfe dir gerne, Mami. So. Ein ganzes Kilo rein? Nein. Okay. Nein, gib mal her. Nein, bloß kein Kilo. Wie viel Zucker genau Mommy verwendet, bleibt ihr Geheimnis. In ihrer Küche läuft sowieso alles Pi mal Daumen. Und einen Assistenten braucht die 49-Jährige auch nicht. Alles rein? Ja. Mag ich. Danke. Du machst selber alles, ne? Ja. Hast kein Vertrauen zu mir? Nein, ich hab Vertrauen. Die Mommy hat das technisch alles drauf. Sie macht das zwar nicht mit Maßen, mit wie und das und dieses. Sie macht das alles nach Gefühl, nach Augenmaß. Fingerspitzengefühl, so macht sie ihr Essen. Das finde ich ganz gut, weil daran kann man sehen, dass das alles vom Herzen kommt, dass sie das als leidenschaftlich erlebt.
War es das schon oder kommt noch andere Zutaten rein? Nein, das ist das alles. Das an Zutaten. Alles. Ja, dann stehe ich zur Seite. Denn dann wird es aufgehen, so langsam. So. Ja. Wie viele Minuten müssen wir warten? Normalerweise 2 Stunden. Aber wir haben diese Zeit nicht, darum habe ich schon mal vorbereitet. Et voilà, der gegangene Hefeteig. So sehen wir hier, dass dieser Teig schon fertig ist. Ja. Jetzt können wir daraus diese Bärchen machen. Ja. Kugelchen. Ja. Öl ist schon heiß. Das ist ein ganz einfach Pflanzenöl. Ja, einfach. Pflanzenöl. Mommys Fingerfertigkeit erntet erneut Begeisterungsstürme vom Profi. Ah, schau mal, wie die damit umgeht. Und von der Konkurrenz. Du spielst ja richtig mit dem Teig. Ja, muss man. Du spielst ja richtig. Ich möchte jetzt selber probieren. Okay. Ich habe ein paar Mal zugeschaut bei dir. Mhm. Es wird sehr schwierig sein für mich, ich weiß. Aber ich möchte es trotzdem probieren. Kein Problem. Trotz sauberer Hände ähneln Abidins Versuche nur bedingt denen seines Vorbilds. Kriegst du hin, siehst du? Guck mal, ja? Ja, so geschafft. Aber den hast du gut gemacht. Ich werde mit meiner Familie zu dir kommen. Ich werde dich zu meiner Familie vorstellen. Danke. Und dann werde ich mit meiner Familie deinen kostbaren Speisen essen. Dankeschön. Danke. Ach, das sind Sätze, die. Da kriege ich jetzt fast eine kleine Gänsehaut, weil die berühren mich dann auch. Wenn man das so sagt, finde ich das schön. Nachdem am Herd Freundschaften fürs Leben entstanden sind, wird es Zeit für die Nachspeise. Afrikanischen Joghurt mit Couscous und einem Quarkbällchen gibt es für alle. An sich habt ihr es ja nicht so bestellt, aber wir würden euch gerne auch den Couscous und den Buffrut zusammen servieren, weil das meistens so ausgeliefert wird bzw. serviert wird. Und ja, dann dachten wir euch, okay, das wollen wir euch auch nicht ersparen. Das finde ich ja ganz gut. Das ist ganz, ganz nett von euch. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Okay. 4-mal der gleiche Nachtisch, 4-mal das gleiche Urteil. Also ich habe schon nach jedem Biss gemerkt, duck, 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 stapelt sich schon hoch. Ne? Musste wirklich nicht sein. Quarkbällchen habe ich luftig vorgestellt, fluffig. Und das war schon relativ schwer. Es war auch sehr schwer zu trennen. Gut, zu mächtig, ja, sie haben es ja, gut gemeint. Ne? Haben beide Desserts serviert. Eben noch schien Abidin begeistert. Hält dieser Zustand an? Das ist ein ganz normaler Joghurt. Mhm. Auf diesem Joghurt ist ja dieses Teig-kleine Bällchen. Die nehme ich mal an. Couscous gibt es auch bei uns. Passt überhaupt nicht. Findest du nicht? Überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keinen Berührungspunkt. Also sowas nach meinem Konto kann man nicht Nachspeise nennen, weil süßer Joghurt, da drauf ganz rohe oder gekochte Teigstücke. Nicht süß und keine Kombination. Hat nicht gepasst. Es ist süß, es ist Joghurt und darüber ist ein Couscous. Ist jetzt nicht so das, was mich irgendwie besonders beglückt irgendwie. Ich finde den Joghurt sehr lecker und sehr frisch und hat so eine süße Note. Das gefällt mir sehr. Couscous ist mir zu viel. Joghurt alleine, Konsistenz würde mir reichen. Ich finde den Joghurt auf jeden Fall auch ziemlich gut. Der Couscous passt trotzdem für mich. Ich würde den auch wahrscheinlich auch noch gleich aufessen. Das Quarkbällchen ist mir vielleicht viel zu fest, aber das geht noch ziemlich gut runter zum Verdauen auf jeden Fall. Ich fand, dass diese Quarkbällchen total geil aussahen und ich denke mal, die Kollegen haben sie einfach nur falsch gegessen, denn das wird mit den Händen gegessen. Obwohl die Konkurrenz unsinnigerweise eine Menge Besteck verbraucht hat, fällt die Rechnung erstaunlich niedrig aus. 95 Euro zahlen wir heute. Wow. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja nix, ne? Gestern hatten wir 102 bezahlt, das war schon zu wenig. Das war der Hammer. 95 Euro für alles. Günstiger als bei uns. Es ist einfach im Verhältnis zu sowohl der Menge als auch der Qualität der Speisen der Preis zu gering. Zusammen ungefähr wären es ja 75 Euro ungefähr das Essen nur. Und dann 20 Euro Getränk. Es ist völlig okay, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Letztendlich ist es ein Imbiss, das darf man immer nicht vergessen. Und dafür, finde ich, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ob die Konkurrenz das wohl auch so sieht, dann bitte die Bewertungen, liebe Gastronomen.
Ich gebe für Mami für heutige Leistung und für das Lokal 6. Weil dieses afrikanische Style, Design gefehlt hat in dem ganzen Lokal. Dann, weil meine Vorspeise nicht richtig auf dem Tisch serviert wurde. Und Nachspeise hatte ich sowieso nicht gut gefunden. Und einzige, was ich gut fand, dass sie mit viel Mühe meine Hauptspeise zubereitet hat und serviert hat. Das fand ich ganz gut. 7 Punkte. Ganz lieb gemeinte 6 Punkte. Leider war ich doch bei jedem Gang in irgendeiner Form enttäuscht worden. Und es ist nicht so, dass mich das Konzept jetzt so vom Hocker gehauen hat, dass ich da mehr Punkte geben kann. Aber die, die ich gegeben habe, sind vom Herzen. Die Nummer 7. Damit landet Mommy mit 26 Zählern nur einen Punkt hinter Raji. Bisher zeigen sich die Bremer von ihrer sparsamen Seite, was Punkte betrifft. Das soll sich morgen bei Maxim ändern. Im Urban Grill ist allerdings echte Mitarbeit gefragt. Das Konzept bei uns ist, das Fleisch selber zu grillen. Das heißt, du kannst es dir selber einstellen, wie du gerne dein Fleisch haben möchtest, wie dein Geschmack ist natürlich. Doch dann gibt es unangenehme Fragen am Tisch. Hast du diese Hummus selber zubereitet oder hast du fertig gekauft? Ist keine Antwort auch eine Antwort?